Grüß euch miteinander. Ich bin der Beat, ich bin Burgwart der Reitschule zu Bern, was seit 30 Jahren ein autonomes Kultur- und Polizentrum ist. In der grossen Halle gibt es einmal pro Monat einen grossen Flohmarkt. Daneben gibt es Konzerte, Technopartys, Theater, Opern und Stummfilme mit Live-Musik. Hier im Theater werden manchmal Klassiker von toten Schriftstellern aufgeführt. Meistens aber Stück oder Ballett von jungen Autorinnen. Einmal im Monat ist der lustige Dienstag, denn ihr wisst ja, «Reich, c'est bon pour la santé». Im Kino könnt ihr alles sehen, von anarchistischen Dokumentarfilmen über norwegische Zombieschocker. Nur deutsch synchronisierte Filme sieht man hier nie. Hier in der Werkstatt haben wir Sachen flicken, die in der Reitschule kaputt gehen, machen aber auswärtige Aufträge, Möbel, Pergola, verschiedene Sachen. Mit Papier aus totem Holz werden in der Drucke Veranstaltungsplakate gedruckt und Demoflyer sowie Hausblatt Megafon mit dem Monatsprogramm, wo ihr zum Beispiel könnt lesen, was heute und morgen und übermorgen im Dachstock und in all den anderen Räumen der Reitschule für Veranstaltungen und Konzerte sind. Hinter mir ist der Infoladen, was eine Bibliothek hat, wo man gratis Bücher auswählen kann. Dann gibt es auch noch den Frauenraum, was hier und da Veranstaltungen gibt, die für alle zugänglich ist. In der Küche machen sie aus dem Fleisch von toten Tieren, verhacken das Salatköpf und schnetzeln dem Gemüse die besten Menüs in der ganzen Stadt, die hier im Sonnenpol serviert werden. Die Reitschule ist offen von Dienstag bis zum Samstag. Am Sonntag und Montag ist sie meistens zu. Wer vorbeikommt, fragt nicht nur, was die Reitschule für euch machen kann, sondern fragt auch, was ihr für die Reitschule machen könnt.